So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Crysis 2. In dieser Folge müssen wir gucken, dass wir irgendwie aus diesem Gefängnis hier rauskommen. So, den müssten wir jetzt auch ausgeschaltet haben. Und wir haben keine Munition mehr. Okay, Lichter können wir nicht ausknipsen. Wisst ihr was, was wir machen? Das geht nicht. So, wir machen immer noch mal letzter Spielstand laden. Vielleicht haben wir ja irgendwas übersehen. Oh nee, wir sind schon wieder hier. Jetzt machen wir die Tür auf! Na gut, jetzt müssen wir wenigstens nur hier rauskommen. Das ist ja wenigstens etwas, an die Türverhinderung gepackt. Oder ich hab den Typen einfach zu früh erschossen. So, komm du her. Eins. Eins habe ich vorhin gesehen. Irgendjemand hatte von euch einen Schalldämpfer dabei. Das habe ich sehr, sehr genau gesehen. Ja, du hier. Dann gib mir den mal her, die Waffe. Probieren wir die nochmal aus. Ja, gut, ne? Ah, ja, dann funktioniert es jetzt wenigstens. Gut, da gucken wir mal. Da kommt Crawford. Jawohl, erstmal aus dem obersten Stockwerk rausgesprungen. So gehört sich das. Achtung, Alcatraz. Ich habe vorhin den Funk von Cell abgehört. Die wollten sie zu einem Gefechtsstand in der Wall Street bringen. Ich kenne den Ort. Es gibt dort mit Sicherheit eine Nano-Shoot-Mulde mit Tiefenscan-Funktion. Wir müssen uns die tieferen Schichten ihres Anzugs mal ansehen. Es ist sicher gut abgeriegelt. Aber unter der Straße gibt's einen Notfall-Evakuierungstunnel. Geben Sie sich zur Wall Street Kirche. Dort kommt der Tunnel raus. Gehen Sie über die Dächer, das ist sicherer. Ich nehme einen anderen Weg. Wir treffen uns dort. Die Wall Street Church. Ach so, wir sind jetzt schon da. Wir müssen nur noch über die Dächer drüber. Ay, na wunderbar, na wunderbar. Oder wie würde man sagen? Wunderbärchen. Okay. Ein ernstes Spiel. Gut, was heißt, ne? Spiele kann man nicht ernst nehmen. Spiele sind Spiele. Aber das hier ist gemacht, um mal ein bisschen ernster drüber nachzudenken. Scheiße. Das habe ich mir ja gerade beim Trinken vollgeschlagen. Sorry, Leute. Moment. Bäh. Mist. Bäh. Scheiße. Ah, nein. So, jetzt aber. Probieren wir nochmal ein Stückchen zu trinken. Ja. Diesmal funktioniert's. Okay, zocken und trinken funktioniert nicht gleichzeitig.
Aber so, jetzt können wir weitermachen. Hören Sie, Mann. Ich sehe jede Menge Cell-Aktivität auf den Straßen beim Gefechtsstand. Die haben wohl Schiss vor den Zeph. Gehen Sie weiter Richtung Kirche. Ich helfe Ihnen, die Sicherheitssysteme auszutricksen. Kann ich hier einen Megatritt machen? Bringe in den Cell-Gefechtsstand. Oh, 250 Meter. Kein Problem, machen wir. Alles klar, Chef. Was haben wir dabei? Jawohl, eine Pumpgun. Und scheiß Waffen. Na super. Und Leute, ihr werdet nicht glauben, was ich euch jetzt erzähle. Dieser Hightech-Militärschweiß auf unserem Straßen, der gehört nicht, ich wiederhole, gehört nicht Onkel Sam. Nein, wir... Jawohl, eine geile Waffe wieder. So wie es aussieht. Hot Dogs, juhu. Oh, das kann man nicht kaputt machen. Da wäre ich ja fast hier runtergefallen. Nee, nee, wir bleiben schön auf den Dächern. Okay, okay, gleich geht's wieder gegen Zombies los. Zumindest sah das gerade eben so aus. Anders könnte ich mir die Cell aktivieren oder die Seth. War keine Ahnung. Eins von den beiden nicht erklären. Okay, warte mal hier. Hier ist so ein schöner großer Platz. Hier passiert doch bestimmt gleich irgendwas, oder? Okay, Planänderung. Wir versuchen es auf den Dächern zu bleiben. Oh mein Gott. Wie komme ich denn darüber jetzt? Entweder müsste ich irgendwie da hochkommen. Was ich allerdings mit meinem normalen Anzug nicht schaffe. Ja super, da muss ich aber das Feld hier drunter. Ja, aber ich will keine andere Wahl. Ja, soll wohl so sein. Hoffen wir es einfach mal. Uiuiui. Overside, hier ist Smaragd 1. Mehrere Zeph-Läufer nähern sich Kontrollpunkt Delta. Das sind die Unterstützung. Verstanden. Halten Sie durch. Smaragd 3 ist unterwegs. Stimmt ja, die machen ja auch Jagd auf mich. Okay, einen haben wir. Das ist schon mal gut. Da sind aber noch mehr, oder? Frage ist nur, wo? Naja, vielleicht sehen die mich. Da ist einer. Da ist einer. Ist sehr interessant. Direkt über mir. Nein, ich muss nachladen. Nein, ich habe keine Muni mehr. Wie geht denn das jetzt schon wieder? Ich tue die Waffe nicht weg. Ich mag die. Machen wir halt eben ein bisschen Sniper ein. Oder so geht auch. Die
gehen wir halt immer hier hoch. Naja, wir versuchen es zumindest mal. Hier, was ist das? Bäh, siehst du ekelhaft aus. Ob ihr auch sowas wie zwei unterschiedliche Geschlechter habt, interessiert mich mal gerade. Ach, guck mal, da. So ein Sniper kann aber auch schon was. Okay, der ist tot. So, haben wir hier noch einen von den blöden Viechern. Juhu, Munition! Jawohl, gib mir Munition. Danke. Den will er mal weggeballert. Wir kommen unmöglich durch den Kontrollpunkt, Mann. Wir müssen einen Weg außen herum finden. Ja, jetzt macht er mal nicht einen Cent. Energie. Nee, ich warte mal, bis ich 1000 Punkte habe. Ziel verloren. Jetzt nicht nachlassen. Boah, der hat mich entdeckt hier, das ist ja mies. So, maximale Panzerung. So, wiederholen, erholen meine ich. So, gehen wir mal in das Haus hier rein. Sieht aus, als wären die Straßen völlig abgeriegelt. Versuchen Sie mal durch eins der Gebäude zu kommen. So, jetzt haben wir erstmal diesen dicken Lümmel hier ausgeschaltet. Wir haben hier einen Toten. Wir haben hier einen Toten. Uiuiui, mein lieber Scholli. Kann ich hier dieses Ding benutzen? Jawohl, kann ich sogar. Ich kann es sogar mitnehmen. Ich nehme das Ding mal mit. Man weiß ja nie, vielleicht hilft es einem ja bei irgendwo noch. Kann man es ja vielleicht noch irgendwo zu benutzen. Vielleicht um böse Alien auszuschalten. Nur das Ding ist leider sehr unhandlich. Was, naja. Oh, der Obelisk steht natürlich. Scheiße. Alles anders. Überall Cell-Uniformen. Da ist so eine Art Generalabriegelung im Gang. Ich werde etwas Hilfe brauchen, um an den Sicherheitskräften vorbeizukommen. Sie müssen bei der Kirche für Ablenkung sorgen und die Soldaten von der Wall Street weglocken. Und dann, nehmen Sie den Zugangstunnel für Notfälle und wir treffen uns auf der anderen Seite. Kein Problem. Solange ich jetzt nicht wieder zurücklaufen muss. Scan abgeschlossen. Ziel identifiziert. Na gut. Infiltriere Nanotech-Zell-Dingens-Bums da. Einmal da und ja. Marat
komm, da rotzen wir jetzt erstmal voll runter. Nein, das ist nur so ein blödes Stopphütchen. So, guck mal, du bist noch down. Bist du hier noch einer drin? Wo ist denn hier einer? Komm her! Zeig dich! Ein Haus drin? Boah, krass. So, gib mir Muni. C4! Boah, das ist doch schön. Aber brauchen wir noch nicht. Das heben wir uns für einen klügeren Moment auf. Na, es war ganz lustig mit dem dicken, mit der dicken Wumme. Hier spielt ja einer mit der Sniper rum. Oder Pumpkamm, so kann man das nicht sagen. Boah, das ist hier nicht. Was war das? Verdammt! Tja, komm mal, gar kein Wiese, um hier aufzuräumen. Das geht auch so. Was haben wir denn hier? Ja, wissen wir noch irgendwo welche? Nein. Nicht. Okay. Achso, man muss einfach rumlaufen. Okay. Keine Ahnung, was macht das jetzt? Oh. Teufel war das? An alle Wall Street Sektionen. Explosion bei der Kirche Sektor Delta. Schicken Sie Unterstützung. Was hattest du für eine Waffe dabei? Nee, die habe ich ja. Habe ich eine Munition mitgenommen? Ja, habe ich. Oh, ich hoffe, der Typ ist jetzt zufrieden hier. Jetzt mache ich hier Chaos genug. So, ich hoffe, die regen sich jetzt mal nicht auf hier. Oh, oh. Okay, den müssten wir ausgeschaltet haben. Da hinten ist Munition, da muss ich hin. Wir brauchen dringend Munition. Da drinnen? Wie komme ich denn jetzt hier rein? Ist das die Waffe? Ups. Ich bleib bei der Pistole. Die sieht irgendwie more powerful aus. Oh, Folge ist rum. Ja komm, irgendwie müssen wir doch noch hier reinkommen, oder?
Ja, toll. Ich brauche die Munition, die hier direkt unter mir ist. Gibt es hier irgendein Patentrezept, wie man das Ding hier öffnet? Bam! Cell Command and Control Center. Gib das mal her. Guck mal, ob das funktioniert. Aber das funktioniert. Ich brauche die Munition! Und zwar dringend! Erstmal alles kaputt machen, was kaputt geht! So, weg mit dem blöden Ding. Super, ich habe kaum noch Munition da. Na gut, dann laufen wir halt eben mal ein bisschen über die Seite hier. Nehmen wir nochmal Visor und zack, 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 zack. Okay, dann laufen wir einfach nochmal über die ganzen Waffen hier rüber. Vielleicht erledigt sich das dann von alleine. Oder so. Ne, wir behalten lieber C4. Das mag ich lieber. Achso, wir haben jetzt Munition aufgenommen. Ja gut, dann. Dann können wir jetzt quasi eine kleine Break machen. Eine Pause. Boah, langsam werde ich schon ein bisschen miet hier. Egal. Okay, dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Vielen Dank. Wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Crysis 2 mit eurem Allison Burger. Macht's gut. Tschüss, Leute.